So, hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Ja, was haben wir denn im letzten Part getan? Ja, das wüsste ich selber gern. Ich glaube mal, da wir hier rumstehen, haben wir die Minen weit abgeschlossen. Hallo Gegner, wie geht's denn euch heute so? Und ja, was haben wir getan? Ich habe gerade keine Ahnung. Naja, wenn wir schon noch herausfinden. Wir machen einfach in den Minen weiter. Und Blitzgewitter. Wird sie noch nicht vernichten, okay. Dann aber der Taucher. Ja, der Taucher. Und der Affe wird natürlich überleben. Natürlich macht er das. War ja klar, dass dieser dumme Affe wieder überlebt. Warum sind die eigentlich so stark? Und wir finden ein Fläschchen. Ole, danke. Da links war gar nichts. Okay. Haben wir eigentlich schon eingekauft? Anscheinend nicht, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ist ja super, wie ich mich informiert habe. Aber egal. So, Feuerschlag. Du machst das Blitzgewitter und du das Prisma. Ach, und ist da ja nicht eine schöne Attacke, Leute. Wunderschön ist das. Prisma! Und Blitzgewitter wird sich hoffentlich vernichten. Ja, natürlich tut es das. Und irgendwas wurde aufgestiegen. Ich habe es leider weggeklickt. Naja. So. Wo kommen wir denn hier hin? Wo kommen wir denn hin? Ja. Wohin? Hallo Gegner. Auf euch habe ich leider keine Lust. Dankeschön. Hier ist eine Kiste. Was ist da drin? Eine Glücksmedaille. Schön. So, langer Gang lang wieder mal, oder? Hallo Gegner. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe keine Lust auf euch zwei. So, wo geht's hier lang? Dieser Gang ist wirklich lang. Da ist ein Schild. Yay! Wie komme ich da hin? Wie komme ich zu dem Schild? Ja, flüchten. Ich wollte auch flüchten, ja. Ach, wisst ihr was? Ja, ich setze mal wieder Vermeidung ein. So, wie komme ich zu dem Typen? Darüber springen. Aha, da oben war der Lore. Das war Kraftwelle. Okay, da ist es auf dem Knopf hier. Dann hier dein Frost. Wer kann das nochmal? Ach genau, unser Feuertypi. Haha. So, wupp. Erstmal hier den Schalter umlegen. Wir wollen ja nach links zum Chin hin. Erstmal hier noch Frost. Warum auch immer. Was bringt mich das, wenn ich da oben hinlaufe? Ja, auch Frost, okay. Was bringt mich das, wenn ich da oben bin? Gar nichts. Cool. Ich fahre jetzt erstmal mit der Lore. Denn ich habe Lust drauf. Hupf. In Loren fahren ist immer lustig, wisst ihr ja. So, aussteigen und gleich wieder einsteigen. Nee, nicht ins Menü. So, einsteigen. Yay! Hupf! Und da kommen wir doch beim Genie raus. Jawohl! Und da setze ich einen Safe State, Leute. Wisst ihr Bescheid? Und dann geht's los. Jawohl, so. Magisches Feuer. Nee, Schneidewind wird nicht sehr stark sein. Du magst das, du magst das und du magst... Doch Schneid... Nein, Quatsch. Quatsch. Vergesst, was ich gesagt habe. So. Magisches Feuer. So. Blitzgewitter. Siegel. Und Feuerschlag wird Schaden machen. Jo. Und Taucher ist böse. Danke. Und der wird, glaube ich, nach einer Angriffsserie vernichtet sein, oder? Oder? Ja, wusste ich doch. Und damit hätten wir unseren ersten, wartet, ich sag's euch gleich, ich habe meinen Einsatz verpasst.
Quelle ist ein schöner Chin, denn er stellt KP von allen wieder her, Leute. Schön, nicht? Damit hätte der erste Charakter, das wollte ich sagen, 4 Chins. Und damit erlernt Geralt Wunsch. Schön, nicht? Und was Wunsch ist, zeige ich euch mal. Füllt 80 KP für jeden auf. Schön, nicht? Nur jetzt schade, dass Geralt so wenig PP hat. Aber egal. Nicht verschieben. Danke. Lore fahren will ich. Jawohl, 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 jawohl. Jetzt weiß ich auch, warum man das Frosten da muss, damit man weiterkommt. Vermeidung lässt nach, ja, okay. Lass ich mal dahingestellt. So, wir springen jetzt darüber und darüber. Und Gegner. Hallo da. Tschüss, tschüss, tschüss und tschüss. Hey, wir wollen ein wenig Synergie sparen. Ja, danke. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die jetzt sterben werden. Blizzard! Schön. Geralt. Was, Geralt war schneller als Ivan und mir. Wie? Ja, tatsächlich. Durch einen Chin ist der jetzt so schnell geworden. Krass. Okay, naja, mir soll's egal sein. Wo geht's denn hier unten lang wieder mal? Nö. Pff. Zwei von euch haben echt keine Lust. Nö. Ich sehe schon, die Entwickler hatten Spaß an langen Gängen. Pff. Was auch immer die sich dabei gedacht haben, Schmetterer. Oh Gott, und Geralt hat es wieder nicht geschafft, den Gegner zu killen. Dass Isaac alles machen muss. Schlimm. Wirklich schlimm. So, wo kommen wir denn hier hin? Okay, ist da runter. Ah, okay. Okay, ich weiß, was da kommt. Ja. Slalom laufen. Vorsicht, Steinschlag. Schlag nicht gegen die Wand. Es könnten Felsen herabfallen. Okay. Puh. Ja. Und was kommt natürlich von oben? Ja, genau, ein Fels werde das ja. Musste jetzt sein, Entschuldigung. Also eins zu passen. Ach, schön. Und wir hören einen Schrei. Da wollen wir doch gleich mal auf den Grund gehen. Denn wir sind Indiana Isaac. Nee. Das war jetzt dumm. Naja. So, hier unten ist, glaube ich, auch schon der Boss vom Dungeon, oder? Soll ich mal mit Chins versuchen? Erstmal heilen vorher, wäre gut. Ah, die Synergie, ja, ich kämpfe mit Chins, glaube ich mal. Denn die Synergie sieht ein wenig unschön aus, sage ich mal. Ja, hallo, na? Hydrostatue erscheint. Du kriegst jetzt auf die Klappe. So, erstmal Widerstand erhöhen. Schwächte Attacke, ja, ist gut. Zeigt mächtige Erdbarriere. Nein, das mache ich noch nicht. Mache ich erst später. Verteidigung oder Angriff? Erstmal Verteidigung. Zack. Erstmal die Werte boosten, ihr kennt ja die Strategie inzwischen, glaube ich. Geysir! Kiesel? Oh Gott, macht das wenig Schaden. Naja. So, 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 so. Wassersegen. Es wird böse. Ja. Naja, böse. So schlimm ist es ja auch wieder nicht. So, erstmal Schnelligkeit erhöhen. Lullt Gegner in den Schlaf. Ja, kann ich gebrauchen. Belebt einen besiegten Freund. Puh, setz dich einfach mal ein. Und Angriff erhöhen. So, wum, 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 wum. Wupp, das macht natürlich jetzt gar nichts. Und esse. Niau, 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 niau. Nebel. Natürlich nicht geklappt. Und Tundra wird jetzt viel Schaden machen. Naja, gut viel. Komm, der Gegner kann nix.
Angriff! Und stellen wir noch die KP von allen wieder her. Dann schützen wir uns und du magst Angriff. Granit! Vielleicht kann ich euch in diesem Kampf schon die Viererbeschwörung von Wasser zeigen. Die bekommen wir ja, haben wir jetzt auch neu. Das wäre schön. Das wird nicht viel Schaden machen, Junge. Denn ich habe Dingens hier. Wie heißt's? Ostara ist schon da. Ja, okay. Tiamat ist auch schon da. Brockne. Nein, wer hat den? Du hast den. Dann musst du Brockne machen und du machst... Was machst du denn? Was machst du denn? Ja, Gebet einfach mal auf, Garrett. Brockne, den kennt ihr ja schon, glaube ich, oder? Ich denke schon. Ja, die Windkraft steigt um 60, Leute. Ostara wird auch viel Schaden machen, glaube ich. Jo, 244, wow. Sprudel füllt die KP auf. Und Gebet füllt auch die KP auf. Jawohl, jetzt darf er angreifen. Das wird jetzt natürlich massig Schaden machen. Ja. Und jetzt... Das ist übrigens der Vierer von Wasser. Und mit was greifen wir an? Heilung, würde ich mal sagen. Jo. Nein, nicht Wasser. Feuer möchte ich haben, danke. Und du magst, was magst du denn? Was magst du denn? Sturmblitz. Und Boreas, der Vierer von Wasser. Sturmblitz. Dann Heilung. Tiamat, den kennt ihr ja auch schon, den feuerspuckenden Drachen. Jo, wird auch massig Schaden machen, oh ja. Ich glaube, der Vierer von Wasser, der jetzt kommt, wird ihn vernichten. Boreas! Yeah! Pam! Schön! Ja, genauso wie ich es vorausgesagt habe, schön. Und 500 Erfahrung, schön. Wir finden Glücksmedaille, olle. Wir haben es geschafft, Isaac. Wir haben die letzte Wasserbestie besiegt. Ich frage mich, warum sich all die ins Wächterstall mit Monster verwandelt haben. Ist das nicht eigenartig? Jo, würde ich auch sagen. Was ist mit diesem merkwürdigen Raum am Grunde der Mine? Die Wächterstadion wurden vor langer Zeit erschaffen. Wozu sind sie da? Um zu explodieren. Hinter dem Wächterstadion steht eine Schatzkiste. Ja, die habe ich schon vorher gesehen. Das muss mit den Ruinen zu tun haben, die tief in der Mine vergraben sind. So muss es sein. Hey, Isaac, wir sollen diese Truhe untersuchen, bevor wir gehen. Ja klar, denke ich, lass sie zu stehen, oder was? Denn hier ist ein Schwebestein drin. Denn damit aktivieren wir Telekinese. Das bekommt Mia, da es eine Wasserpsynergie, glaube ich, ist. Oder? Es ist eine Wasserpsynergie. Ja, es ist, okay. Und damit können wir jetzt Steine in die Luft erheben. Ja, und die Chins verbinden sich natürlich wieder. Und wenn ich jetzt auch noch wüsste, wo diese Steine waren. Ganz am Anfang war noch eine. Und hier irgendwo in der Gegend. Ich glaube sogar da oben direkt. Ja, genau da. Schön. Aber hier komme ich doch, glaube ich, raus, oder? Komme ich heraus? Weiß es nicht. Mal schauen. Hier komme ich zu Gegnern. Hallo, na. Feuerschlag. Blitzgewitter und Taucher. Wird zwar eh wieder nicht reichen, aber egal. Gaia. Und ich sehe gerade, meine Zeit neigt sich ja langsam schon dem Ende. Naja, gut. War eigentlich genug für einen Part, also muss man schon sagen. Schön. So, wo geht es hier lang? In eine Höhle. Verkehrte Psydergie. Muss das echt mal umändern. Ja. Geht es hier lang? Kiste, die hole ich noch in diesem Part. Ein Fläschchen, okay. Dann sortiere ich noch in diesem Part die Items mal. Wer hat denn die Dinger? Daher. Elixier, weg den Müll.
und Fläschchen hat Mia. Schön, schön, schön und schön. So, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle beende ich den Part. Und ja, ich hoffe, ihr hattet immer ein wenig Spaß. Und ich würde dann sagen, Alter, dann bis dann. Ciao, Leute.